Und damit herzlich willkommen an alle Chicos und Chicas draußen. Der Skyline ist erstattet, also eine kleine Runde. Let's play Battlefield Hardline. Ja, ich spiele jetzt endlich mal wieder. Und ich bin eigentlich auf meiner Let's Plays aber aufnehmen. Ich habe keine Ahnung, wie die Soundqualität ist, weil ich irgendwie gerade keine Ahnung mehr habe, warum ich das nicht nachgeguckt habe. Scheiße. Ja, wir spielen jetzt endlich die Kampagne weiter. Ich hoffe, dass ich die Kampagne jetzt auch demnächst bald fertig habe. Weil ich jetzt auch endlich, also ich will jetzt in den Dingenswochen, wo ich wieder spiele, ich habe mich wieder um YouTube kümmern und sowas. Pferde verändern das Spiel in Battlefield 1. Ja, das ist wohl wahr. Episode. Wir sind, haben zwar Battlefield 1, aber Battlefield 1 werden wir nicht let's playen. Ich werde ein anderes, geileres Spiel let's playen. Zwei andere Spiele let's playen, aber als Shooter ein anderes Spiel let's playen, worauf ich mich schon die ganze Zeit freue. Das werde ich mir demnächst dann besäulen sorgen. Bin halt viel auf Twitch unterwegs und auch ich habe das letzte Mal, war ich dann halt auch drei Wochen krank, wo ich mich halt auch um YouTube kümmern können, aber mir fehlt einfach wirklich noch die Lust und die Kraft und ich habe es jetzt wieder gefunden. Ich habe wieder richtig Bock drauf, wie man es auch an meinem Redefluss wahrscheinlich mitbekommt. Wir machen hier straight weiter. Was ja, bitte. Wir haben gleich eine ganz heftige Nummer gestartet. Da ist jemand, mit dem du reden solltest. Ihr wollt mich doch verarschen. Du bist der Einzige, dem wir vertrauen können. Und was bitte soll ich davon haben? Doss muss kapieren, dass seine Taten Konsequenzen haben. Fällt die Entscheidung so schwer? Okay. Das war jetzt eine Erklärung. Noch. Ja, okay. Okay. Das hier ist die Schaltzentrale. Hier, wenn sich das nicht lohnt. Solange wir Dorst damit schaden, lohnt es sich. Also, wer ist dieser Kang? Er hat Downtown A in der Hand, steckt gerne Leute in Schrottpressen, hat eine geile Braut, zahlt gut. Außer der Sache mit der Schrottpresse scheint er cool zu sein. Außerdem leitet er Dorst Geschäft in L.A. Wenn wir den ausschalten, hat Dorst hier niemanden mehr. Na, da wird bestimmt schnell ein Ersatz auftauchen. So einfach stelle ich mir das nicht vor, Leute. Und außerdem guckt euch mal auf den Radar um. Mein Pfeil ist viel größer als eure. Chico! Aus, weg! Ja! Stopp gegen das Mikro! Super gut! Ach, Kalle, du nervst manchmal wirklich. So, wie wär's, wenn wir uns einfach mal hier ein bisschen mal. Ne? Komm, Leute. Ja, genau, als ob hier ein Karton mit Waffen rumsteht. So, was haben wir eigentlich hier? Wir haben noch einen Schocker. Wir haben ein Dingens. Wir haben ein Zielteil. Wir haben den Scanner. Den wir mal verwenden können, genau. Da drüben! Da entladen dort Leute. Offenbar haben die Koreaner Angst vor ihnen. Na, dann sagen wir mal Hallo. Ja, da hinten haben wir eine Alarmglocke. Da hinten haben wir eine Alarmglocke. So, wollen wir jetzt auf die coole Pause-Nummer machen oder schimmeln? Ich weiß nicht, ob ich es halt richtig sehe. Okay, wir schleichen uns einfach mal links drum. Da steht ein Zug direkt für uns. Der guckt uns auch nur an, halt, ist ja kein Problem. Fehlerteil, dass wir irgendjemanden angreifen sollen oder generell mal irgendwas machen sollen, kann ich nicht geben, ne? Okay. Lass uns halt den Bullen vor. Frage ist, die ist dahinter. Was noch brauchen wir da? In der Nähe. Wenn ich Glück habe, legt sich das gleich wieder. Ich hab da was gehört. Oh Mann! Ausfärbe los! So, das war der. Ich da drüben da!
Einer ist noch aktiv am Suchen, wie es so aussieht. Er bleibt da mal liegen. Da gefällt er mir ganz gut. Kriegen wir es vielleicht hin, dass wir keinen Alarm auslösen? Die Frage ist, haben wir jetzt noch einen vor uns oder wie viele haben wir? Ich kann nur noch einen erkennen. Habt ihr da schon nachgesehen? Das hängt jetzt vielleicht ein bisschen. Nein, es sind noch zwei. Es sind noch zwei. Oh, es sind noch drei. Drei Stück noch. Hier drüben stimmt was nicht. Los, such sie! Okay. Drei sind immer noch da. Eins, zwei, drei. Schaut nach, ob hier irgendwo einer ist! So. Ich hab da was gehört. Oh, es sind noch wesentlich mehr. Okay, dann laufe ich mal wieder zurück. Ich muss die Alarmanlage ausmachen, da hinten. Dass sie keine Hilfe holen können. Das ist erstmal das Wichtigste. Kann er mich sehen? Nein, der kann mich nicht sehen. Hier drüben stimmt was nicht. Ausschwärmen, los! Da können sie nicht mehr, nicht mehr aktivieren, das ist schon mal gut. Sucht weiter! Ich hoffe, dass jetzt ein paar hier oben offen Dichtlein finden werde. Das kam von hier drüben! Habt ihr da schon nachgesehen? Okay. Hier drüben stimmt was nicht! Interessiert sie jetzt herzlich wenig irgendwie, habe ich das Gefühl. Auf jeden Fall Alarm können sie nicht mehr schlagen, das ist schon mal. Ich hab da was gehört. Schon mal praktisch. Vermute mal, die befinden sich jetzt alle noch im Gebäude drin. Ah, Scheiße! Kommt von hier drüben! Weg! Hey! Mach sie alle! Wir sind unterwegs! Ich sehe ihn! Ich geh rein. Hier lang! Hier! Bin gleich hinter dir. What the fuck, wo sind die denn jetzt alle her? Scheiße. Immerhin kommt jetzt keiner mehr, das ist schon mal gut, was ist denn da hinten? Was denn irgendwas ist in der Nähe? Da haben wir was. Ja, yeah, ich mache ja schon. Zack, bitteschön. Weißmaterial gefunden, das ist eine Bombe oder sowas gewesen. Was haben wir denn hier? Ein Waffenschrank. Was ist das? Ah, da. Fast ein Experte. Ja, 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 ich bin auch schon dabei. Zoom 3 nervt auch ein bisschen. PC-technisch ist nicht viel zu holen. Ich hänge fest. Wie der laufen muss gerade, super cool. Hä? Entfernung. Über mir, wo ich irgendwie hochkomme. Okay, bin jetzt hier hoch. Fast ganz souverän gemeistert. Fast.
Entfernen wir uns wieder davon? Willst du mich verarschen? Jetzt entfernen wir uns wieder. Ach so, da draußen ist das. Okay. Gehen wir halt raus und gucken da mal. Wie dumm sieht das an, wie er läuft. Okay, jetzt entferne ich mich wieder davon. Entferne ich mich wieder davon. Hä? Was will der Affe von mir? Jetzt entferne ich mich davon. Okay, ich bring mich um. Ja. Ja, leck's mal am Arsch! Was ist denn das? Bild. Rome, irgendwas, keine Ahnung. So. Ein bisschen Muni haben wir gefunden, icy. Und jetzt gucken wir nochmal. Hier 2 von 3 Beweismaterialien gefunden. Dann gehen wir mal raus. Das scheint eine meiner besten Ideen zu sein. Wieder. Jetzt gehe ich hier drauf zu, entferne ich mich wieder, jetzt gehe ich drauf zu, okay, dann gehen wir mal hier rein. Ja, ja, auf dem Weg. Was ist jetzt aber diesmal oben? Ey, Leute, das ergibt keinen Sinn. Bin hier. So. Näher komme ich nicht. Was ist denn da? Ja, GG, was ist das denn? Wo kommt das denn jetzt her? War das das hier oder was? Ja, genau. So, wo sind eigentlich meine beiden Schlümpfe hier? Kann man den Scheiß eigentlich aufmachen? Ja, Free Passing. Ist klar. Muss ich meine beiden Schnüffelchen hier finden? Nee, dass sie sich unsüglich anfassen hier oder sowas. Warum ist da jetzt. Es ist doch nicht dein Ernst, Alter. Was ist denn mit dem Spiel hier falsch? Ah, hier ein Exit. Worauf wartet ihr? Wow. Was ist so läuft? Oh oh. Ich würde sagen, Jackpot. Kokain im Wert von 9,9 Millionen Dollar. Bist du jetzt der Drogen-Rainman? Überlassen wir das den Cops. Das Zeug kriegen die Cops nicht. Was hast du denn damit vor? Wir sind in Los Angeles. Ich kann das in 6 Tagen verkaufen. Ach, was rede ich? Ich kenne einen Basketballprofi. 4 Tage. Die heißen kein Witz. Los jetzt. Ich bring das Zeug hier raus. Du kannst mir gerne dabei helfen. Der Gabelstapler fährt ungefähr 0 km/h. Damit bist du nächste Woche in Hollywood. Komm schon! Ich bin nicht blind. Und was machst du denn da? Los, ich hab's doch gleich gesagt. Willst du mal da aussteigen? Tyson, verdammt, geh nach hinten und schieb. Raus da! Scheiße! Ah, 9,9 Millionen.